Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Legel. Ich bin hier an der TAS Burgstedt verantwortlich für den Pflanzenschutz, für die Indikation, für die Auswahl der Mittel, ebenso für die Koordinierung des Maschineneinsatzes. Dafür stehen uns im gesamten Betrieb drei U400 mit der Agrio Tiger 3000 und noch zwei Selbstvorspritzen zur Verfügung. Eine komplett behandelten Überfahrten mit beiden Betriebsteilen zusammen liegen wir um die 22.000 bis 24.000 Hektar. Also die Unimox von 22.000 Hektar ausgegangen je nach Überfahrten liegt da die Last bei ungefähr um die 16.000 Hektar. Das ist der zweite Selbstfahrer, ist im Grunde als Reservemaschine noch im Betriebsteil Taucher im Einsatz, um die Blütenspritzung dort durchzuführen oder eben Maisbehandlung, wo wir direkt auf Reinabhängigkeit gebunden sind. Und da die Blütenspritzung zum Großteil auch in den Abend- oder in den Morgenstunden bis hin in die Nacht rein verlegt wird, wird es sowieso irgendwo eine Maschine stehen. So kann der Fahrer sagen, okay, jetzt machen wir die Blütenspritzung und in dem Moment, wo wir auch einen Bienenbeflug feststellen im Bestand, müssten wir die Maßnahme sofort einstellen. Das fällt uns ganz einfach. Dann brechen wir die Maßnahme ab, machen dann außerhalb des Bienenflugs dort weiter und können die Maschine mit dem Mittel stehen lassen. In dem Moment wäre die Maschine sowieso blockiert. Welchen Radius? Im Betriebsteil Taucher ist ein Radius um den Standort von 30 Kilometern, also Durchmessergebiet von 60 Kilometern. Und bei mir bezieht sich das gesamte Einzugsgebiet im nördlichen Bereich des Erzgebirgs im Grunde Richtung Chemnitz die Fläche, dann sind die Spitzenausdehnungen des Betriebs 70 Kilometer. Auf sehr großen Schlägen, auch in der Nähe, wo nicht viel Fahrzeit ist, ist natürlich ein Selbstfahrer irgendwo immer im Vorteil aufgrund seiner Leistungsstärke. Allerdings in dem Moment, wo ich auf der Straße fahren muss, geht mir dort die Leistung verloren, die klebt dann an den Rädern. Und ein Unimog natürlich von den Anschaffungskosten gegenüber einer Selbstfahrmaschine bekomme ich zwei Unimog mit Aufbauspritze gegenüber einem Selbstfahrer. Ein Unimog bringt auf seine Lebensdauer mehr Leistung wie ein Selbstfahrspritzer. Ungefähr also mit einer Unimog Agriospritze, Aufbauspritze, wenn wir da um die 6.000 bis 7.000 Hektar im Jahr machen, laufen die Spritzen bei uns um die 100.000 Hektar im Betrieb. Ein Selbstfahrer, der jetzt 6.000 Hektar im Jahr macht, muss ich spätestens nach 8 Jahren tauschen. Das heißt, weil die Technik dann zu anfällig ist, die hydrostatischen, die Fahrantriebe, die Reparaturkosten werden zu teuer und die Maschine ist sehr auf gewisse Einsatzfenster gebunden, wo sie die maximale Leistung bringen muss, eben Rapsblütenspritzung zum Beispiel oder wenn es direkt in den Mais geht. So, und da brauche ich die gesamte Leistung dieser Maschine und wenn sie dann dort Reparaturen hat und Standzeiten, rechnet sich das nicht mehr. Weil wir Dienstleister sind und auch Dienstleistungen in Gesellschaftsbetrieben unserer Firma erbringen, die den Dienstleister fordern. Aber von der Kostenverteilung, vom Kraftstoffverbrauch und allen überwiegt der Unimog mit einer Aufbauspritze bei weitem dem Selbstfahrer. Es ist nur eine Dienstleistung, um ein komplettes Programm unseren Kunden anbieten zu können. Das ist noch ein zweites großes Standbein dieser Maschine, dadurch, dass sie über das Jahr in der Saison im Pflanzenschutz mit der Aufbauspritze im Einsatz sind. Die wird im Herbst abgesattelt und dann fahren die Maschinen im Winterdienst, sodass auch dort die Fahrer noch über den Winter eine volle Beschäftigung bei uns haben. Ja, mein Name ist Tobias Drexler. Ich fahre in dieser Firma im Bereich Pflanzenschutz. Ich fahre den Unimog jetzt, die dritte Saison, und fahre noch einen Selbstfahrer, Dammann DT 2006. In dem Betriebsteil, in dem ich eingesetzt bin, im Jahr ungefähr 3500 Hektar. Davon leistet der Unimog ungefähr 2800. Den Rest machen wir mit dem Dammann-Truck für so Sachen wie Rapsblüte, Blütenspritzung. Also wir haben hier 24 Meter und 18 Meter Klappung.
hier in dem Bereich, in dem ich eingesetzt bin, haben wir sehr viele Kleinkunden. Und da variiert das eigentlich über den Tag. Jedes Feld ist anders, kann 24 Meter, kann 18 Meter sein. Das ist je nachdem. Und durch die Klappung ist man halt sehr flexibel. Kann halt wirklich aufs Feld fahren. Ausklappen auf 24, einklappen auf 18 Meter.